City Skylines glänzt durch seine hervorragende Unterstützung von Modifikationen. Dazu gehören aber nicht nur neue Gebäude und Fahrzeuge, sondern auch Mods, die das Spiel verbessern oder verändern. Allerdings können diese Modifikationen auch eine unangenehme Fehlerquelle werden, wenn der jeweilige Autor die Mod nach dem Erscheinen offizieller Spiele-Updates nicht oder nur mit großer Verzögerung aktualisiert. Und Modifikationen, die Spieldateien so verändern, dass ohne die Mod das Spiel nicht oder nur noch bedingt läuft, sind nochmal ein ganz eigenes Thema. Es gibt aber einige Mods, ohne die eine Stadt in City Skylines gar nicht erst gebaut werden sollte. Ich stelle euch die meiner Meinung nach wichtigsten Mods jetzt vor. Die Funktionen des Traffic Manager sind unerlässlich, um den Verkehr zu steuern. Die AI-Verbesserung erlaubt Veränderungen in der Routenberechnung, beispielsweise wie oft ein Fahrzeug seine optimale Route neu berechnet. Minimum Lane Space gibt an, wie viel Platz in einer Spur sein soll. Congestion Cost Factor macht... Ich habe keine Ahnung, was der Punkt genau bewirkt. Ich weiß nur, dass in Verbindung mit dem ersten Wert die AI bei der Routensuche beeinflusst werden soll. Denn das ist auch schon der Nachteil der Mod. Der gute Entwickler hat bisher keinen vernünftigen Guide für die Einstellung der AI-Funktionen bereitgestellt. In der Modifikationsbeschreibung stehen noch immer veraltete und kryptische Beschreibungen drin, aus denen ich persönlich nicht recht schlau werde. Die beiden anderen Punkte sind dagegen glücklicherweise einigermaßen gut erklärt worden. Look-ahead Lanes legt fest, wie viele Spuren bei der Routensuche berücksichtigt werden sollen. Congested Lane Threshold ist der Wert, der die Häufigkeit der Suche eines Fahrzeugs festlegt. Wenn ihr einen fitten Rechner habt, ist Look-ahead Lanes mit einem hohen Wert zu versehen und das Threshold mit einem niedrigen Wert. Während die AI-Mod unter anderem für eine bessere Spurenausnutzung sorgt, sind die Traffic Manager-Funktionen absolut unerlässlich fürs Verkehrsmikromanagement. Switch Traffic Lights. Damit können wir Ampeln entfernen und wieder hinzufügen. Add Priority Signs. Die handelsüblichen Verkehrszeichen lassen uns den Verkehr ohne Ampeln nach unseren Wünschen steuern. Time Traffic Lights. Das hier ist die hohe Schule der Verkehrsbeherrschung in Skylines. Hiermit können wir Ampeln für jede einzelne Spur festlegen und die Phasen selbst programmieren. Damit sind komplexe Ampelphasen möglich, die selbst heftigen Verkehr regeln können. Change Lanes. Der originale Spureneditor des Traffic Managers sieht so aus. Den nutzen wir aber nur für die Busspuren, alles andere machen wir mit der alternativen Spursteuerung. Die erhalten wir, wenn wir mit gedrückter Alt-Taste auf Change Lanes klicken. Jetzt sind wir in der Lage festzulegen, wo Spuren gewechselt werden dürfen und wohin. Damit lassen sich unter anderem die nervigen Doppel- und Dreifach-Spurwechsel der Sims verhindern. Achtung! Alle Änderungen, die wir an den Spuren vornehmen, brauchen einige Zeit, bis sie vom Spiel umgesetzt werden. Die aktuell fahrenden Fahrzeuge beachten unsere Änderungen erst dann, wenn ihre Route neu berechnet wurde. Neu spawnende Fahrzeuge setzen immer die zum Spawn-Zeitpunkt aktuellen Einstellungen um. Add Remove Crosswalk. Wir wollen vor der Schule einen Zebrastreifen? Dann basteln wir da fix einen hin. Aber Achtung! Zebrastreifen an Kreuzungen können nicht entfernt werden. Clear Traffic. Mit diesem Punkt werden alle Fußgänger und Fahrzeuge, die aktuell auf den Straßen sind, entfernt. Das ist besonders dann hilfreich, wenn wir die Auswirkungen von Spurveränderungen sofort sehen wollen. Oder wenn die Straßen völlig verstopft sind. Disable Despawning. Wer wissen möchte, ob seine Stadt wirklich sauber läuft, der schaltet die Despawn-Mechanik des Spiels aus. City Skylines resettet Fahrzeuge, die zu lange im Stau stehen, und lässt sie vom Ausgangspunkt ihrer Route erneut starten. Mit Disable Despawning bleiben die Fahrzeuge, wo sie sind. Fazit: absolut empfohlen. Wer den Verkehr in City Skylines wirklich beherrschen will, der kommt um diese Mod nicht herum. Obendrein lässt sich diese Modifikation ohne Probleme deaktivieren.
Mit keiner anderen Modifikation bekommen wir so viele gute Einstellungsmöglichkeiten und Informationen für den öffentlichen Personennahverkehr wie mit Improved Public Transport. In den Optionen zur Mod legen wir die Menge der möglichen Passagiere einer Verkehrsart fest und können auch die Ticketpreise sowie die Geschwindigkeit editieren. Zusätzlich verwalten wir hier Optionen wie das Unbunching. Das heißt, dass die Fahrzeuge versuchen, einen Mindestabstand einzuhalten, soweit der Verkehr das zulässt. Und wir können festlegen, ob wir die Anzahl von Fahrzeugen auf einer Linie vom Budget bestimmen lassen wollen oder nicht. Wenn nicht, stellen wir die Fahrzeuganzahl manuell in der Linienübersicht ein. Hier können wir auch das Ausgangsdepot wählen und die Linienfarbe aussuchen. Aus unterschiedlichen Fahrzeugtypen, die wir aus dem Workshop herunterladen können, wählen wir zudem den gewünschten aus. Die Haltestellenübersicht zeigt die wartenden Passagiere an. An den Haltestellen selbst bekommen wir noch viel detailliertere Informationen zu Fahrgästen und Rentabilität der Haltestelle. Fazit: Absolut empfohlen. Wer ohne Improved Public Transport spielt, ist selbst schuld. Nicht nur lassen sich die Fahrzeuge in ihren Kapazitäten so anpassen, dass wir nicht zu viele Busse oder U-Bahnen auf einer Linie haben, die Mod gibt uns so viele Informationen über unsere Linien, dass wir am perfekten ÖPNV feilen können. Die Mod kann ohne Probleme wieder deinstalliert werden. Ja, wo laufen sie denn? Wer genau wissen will, wo ein Fahrzeug gerade herkommt und wo es hin will, der braucht dieses Tool. Es kann häufig dabei helfen, Probleme mit dem Verkehr zu identifizieren. Die Mod kann bei Bedarf problemlos deaktiviert oder deinstalliert werden. Fazit: Hilfreich. Wenn wir im Editor so schöne Sachen wie ein blockadefreies Autobahnkreuz bauen, dann benötigt so ein großes Objekt im Spiel immer völlig flachen Baugrund. Allerdings sind die Karten, auf denen wir unsere Städte bauen, häufig mit Unebenheiten versehen, die dann dafür sorgen, dass beim Versuch, ein großes Objekt zu setzen, die Fehlermeldung "Gefälle zu steil" kommt. Mit dem Terraform-Tool können wir den Baugrund einfach glätten und das Problem damit umgehen. Fazit: Hilfreich. Glätten, vertiefen, erhöhen. Das Terraform-Tool ist sehr hilfreich und kann bei Bedarf auch gefahrlos wieder deinstalliert werden. Nachdem wir alle neuen Gebiete, die standardmäßig im Spiel sind, freigeschaltet haben, können wir mit dieser Mod weitere 16 Gebiete kaufen und damit unsere Kartenfläche signifikant vergrößern. Aber Achtung! Je größer die Karte, desto höher die benötigte Rechenpower unseres PCs. Spieler mit schwachbrüstigen PCs sollten die Mod vorerst lieber liegen lassen. Fazit: Bei genug Leistung, empfohlen. Wenn unser PC die Power hat, wollen wir natürlich größere Städte, denn größer ist in diesem Fall definitiv besser. Nachdem wir zusätzliche Gebiete gekauft haben, sollten wir die Mod sicherheitshalber nicht mehr deaktivieren oder deinstallieren.